Ein unbeschriebenes Blatt ist sie nicht mehr. Sonja Zennikova vom Blaugold Steglitz ist Berlins Nummer 1 in ihrem Jahrgang und gerne an der frischen Luft. Am Pfingstmontag ein paar Bälle schlagen, warum nicht? Und dabei zwei Ziele immer im Blick behalten. Also besser als meine Mutter in der Weltrangliste zu sein. Sie war 23 der Welt oder 28. Und dann das Abitur besser als meine Schwester zu machen, also 1,6. Mutter Irina Palina war jahrzehntelang Profi im Tischtennis und zieht im Hintergrund die Fäden. Sie bastelt Sonjas Turnierplan, fährt mit ihr durch halb Europa und wenn der Trainer nicht da ist, macht sie zur Not auch mal die Ballmaschine. Zu einem klassischen Familienunternehmen gehört natürlich auch der Papa. Im Hauptberuf Ingenieur, dazu nebenamtlicher Racketbespanner. Irgendwo zwischen Esstisch und Pokalregal. Ein bisschen YouTube-Tutorial, ein bisschen abgucken beim Trainer und dabei immer schön die Farbwünsche der Tochter beachten. Der erste Schläger dauerte nahe 2 Stunden. Jetzt bin ich ca. 40 Minuten angekommen. Nach einer Stunde ist erstmal Schluss mit Bälle schlagen, doch natürlich längst nicht Feierabend. Nach dem Aufwärmen kommt der Ernstkampf für das Aushängeschild des Vereins. Noch schnell ein paar Hausaufgaben für die Schule aus dem Kofferraum schnappen, Sonjas Beschäftigung für unterwegs und ab geht die Fahrt. Für Pfingsten hat die Mama ein pralles Programm auf dem Zettel. Am Samstag wird Sonja mal wieder deutsche Meisterin U14 in Ludwigshafen. Sonntag Nachwuchsturnier in Bamberg und am Montag geht's gegen die erwachsenen Ladies Berlin-Brandenburg-Meisterschaften in Zehlendorf. Ihre Gegnerin ist 7 Jahre älter und an Position 3 gesetzt. Als 14-Jährige bei den Großen kein Zeichen von Größenwahn. Der Weg zu den ganz Großen ist aber nicht gesetzt. Es kann so viel passieren. Verletzungen. Ja, man weiß es nicht. Irgendwann der erste Freund oder was auch immer. Aber da kann man schon Hoffnung haben zumindest. Also ich würde sagen, die nächsten 2, 3 Jahre sind da entscheidend, ob sie eine echte Chance hat. Und die muss sie nutzen. Wie man seine Chance nutzt, hat Sonja schon gezeigt. Zusätzlich zu einer Sportkarriere träumte sie von einem eigenen Hund. Und den hat sie jetzt, obwohl beide Eltern strikt dagegen waren. Mama, ich möchte Hund, Papa, ich möchte einen Hund. Dann haben wir irgendwie netterweise gesagt, okay, wenn du gewinnst deutsche Meisterschaft, dann kriegst du einen Hund. Und jetzt, 4 Jahre später, hat sie das gemacht. Jetzt haben wir einen Hund. Leider etwas krank jetzt. Das Spiel gegen die erfahrene Favoritin gewinnt Sonja auch ohne Belohnung. Einfach nur zum Spielen ist sie definitiv nicht hergekommen. Jedes Spiel ist anders, aber grundsätzlich geht es ja immer nur um eins und zwar um zu gewinnen. Gerade erst 14 und heute im Halbfinale der Berlin-Brandenburg-Meisterschaften bei den Damen. Vielleicht ja auch bald auf der Liste von Bundestrainerin Barbara Rittner.